Der BVB empfängt den VfB Stuttgart am 25. Spieltag und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Signal Iduna Park. Dortmund muss hier gewinnen, um weiterhin auf Platz 1 zu sein. 58 Tore haben sie geschossen, Bayern mit 56 auf Platz 2. Kommen wir rein in die erste Szene, die gehört den Dortmundern in der 7. Minute über Mario Götze. Schuss aus der Entfernung, kein Problem hier. Voran Robert Zieler, er muss da nicht eingreifen. Die 10. Minute, die Schwaben wollen auch einmal, wollen hier die Dortmunder etwas einschüchtern. Über Andreas Beck, über die rechte Seite, Baumgartel mittlerweile auf der Bank nach seiner Verletzung, Ecke VfB. Das Askasiba wird abgeblockt vom Guerrero. 15. Minute, also wieder die Dortmunder über Delaney. Und Götze, und das ist Ron Robert Zieler. Weltklasse Parade. So gibt's Ecke für den BVB. Sancho angeschossen. Akanji. Das ist Marco Reus. Und Dortmund mit der klar besseren Spielweise in den ersten 20 Minuten. Insua, und das ist Askasiba. Und da pfeift der Schiedsrichter, denn das war abseits. Und so offen dürfen die Borussianer, darf Borussia Dortmund nicht hinten in der Abwehr stehen, das kann tödlich enden. Wie gerade gesehen haben, 3 Minuten gibt es in der ersten Halbzeit als Nachspielzeit. Guerrero nochmal, Askasiba schafft es nicht, da den Ball abzublocken. Und schlussendlich hat Ron Robert Zieler den Ball. Und jetzt passen sie auf, 2. Halbzeit. 49. Minute, Freistoß für den VfB, Gonzalo Castro. Bringt ihn rein, kann erstmal da geklärt werden. Und was ist das? Insua steht frei, Insua schießt und macht das 1:0 mit rechts. Mit seinem schwachen Fuß bringt er den VfB Stuttgart mit 1:0 in Führung. Wichtig für den VfB und wichtig für die Bayern, wenn die gewinnen sollten. Der VfB also nun auf Platz 15. Insua mit rechts, keine Chance für Roman Bürki. Der war super in den Winkel geschossen. Die 65. Minute, wieder der VfB am Drücker. Wieder über Emiliano Insua. Das ist super. Das ist S-Wein und das ist das 0:2. Aus Sicht der Dortmunder Alexander S-Wein mit seinem ersten Saisontor in dieser Saison. Und natürlich auch das erste Tor für den VfB Stuttgart. Wir haben ja eine Kaufoption für Alexander S-Wein. Kämpft und kämpft pro Spiel. Und jetzt trifft er hier. 0:2 also der VfB. Unerwartet weit vorne. Und Dortmund muss sich jetzt was einfallen lassen. Haben schon gegen Augsburg 2:1 verloren. Und gegen Tottenham 1:0. Passen Sie jetzt auf diesen Wechsel. Anastasios Donis kommt für Alexander S-Wein. Merken Sie sich diesen Wechsel. Nächste Chance für den VfB über Donis. Insua, und es gibt Ecke. Man birgt die vordere Abwehr auf. Besser aufzupassen. Jetzt dieser Einwurf. Super. Daniel Didavi auch reingekommen. Für Askasiba. Didavi, Gomez. Und das ist Anastasios Donis. Und das ist das 3:0 für den VfB Stuttgart. Und sie schießen ja hier die Dortmunder regelrecht ab. Wie damals unter Hannes Wolf. War zwar nur ein 2:1, aber trotzdem. Ein toller Sieg. Und hier wollen die Schwaben den Sieg weiter ausbauen. Und so steht es also 0:3. Anastasios Donis mit seinem nächsten Saisontreffer. Nächster Joker, nächstes Tor.
81. Minute, also Dortmund nochmal über Diallo. Über Brünn Larsen und die Reus. Habe mich gerade versprochen, Entschuldigung bitte. 87. Minute, also Anastasia Sohn ist wieder die rechte Seite. Flanke kommt zwar an Gomez an, aber viel zu spät. Insua. Und da steht Gomez im Abseits und deswegen gibt es nochmal Freistoß für Dortmund. 4 Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit. Und das ist ein schöner Schuss gewesen, aber auch eine tolle Parade von Ron Robert Zieler hier. Volley genommen, Axel Witzel. Und Zieler zur Stelle. Hasan Kabak hat auch ein tolles Spiel heute gemacht. 4 Minuten Nachspielzeit sind also rum. Und so ist es, das Spiel ist aus. Dortmund verliert zum dritten Mal in Folge. Aber heute mal mit 0:3. Selbst Paco Alcacer und Marco Reus konnten hier nicht viel machen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Orakel. Jo. Schreibt mal eure Tipps gerne in die Kommentare. 0:3 in Super S1 und Dönes.